la 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 la. Hallo, heute möchte ich euch das Schneeflockenlied vorstellen. Das habe ich vor einiger Zeit zusammen mit meinem jüngeren Sohn geschrieben. Besser gesagt, ich saß vor unserem Klavier und habe überlegt, okay, ich möchte unbedingt ein Schneelied schreiben. Selbst wenn bei uns so gut wie nie Schnee fällt, möchte ich diese Erinnerung, die ich mit Schnee verbinde, möchte ich an meine Kinder weitergeben und auch an andere Kinder. Und in den meisten Fällen hat jedes Kind mal irgendwie das Glück, zumindest mal eine Schneeflocke zu fangen. Also wollte ich unbedingt ein Schneelied schreiben und saß da und habe gesagt, eine kleine Schneeflocke. Und dann mein jüngerer Sohn landet auf der Nase. Und so haben wir uns dann durch den Körper durchgewandert. Dann landet mal eine auf dem Arm, auf dem Bein, auf den Füßen. Und so ist ganz schnell dieses Lied entstanden. Und aufgenommen haben wir es dann mit Lulika. Ich verlinke euch das auch, dann könnt ihr euch das Original auch mal anhören. Als nächstes zeige ich euch das Lied gemeinsam mit meinem Sohn mit Bewegungen. Also man kann es nämlich mit Bewegungen machen. Und im Nachhinein zeige ich euch auch noch, wie man es mit Watte gestalten kann. Aber jetzt singt einfach mal mit. Wollen wir schneien lassen? Ja? Eine kleine Schneeflocke landet auf der Nase. Die nächste Schneeflocke segelt auf die Straße. Eine kleine Schneeflocke landet auf dem Arm. Der nächsten Schneeflocke ist es etwas zu warm. Schneeflocken tanzen hinab, leise die Wippe, die Wapp. Decken die Erde zu, alles ganz weiß im Nu. Ha, jetzt haben wir es schneien lassen. Super. Nachdem wir euch das Lied jetzt mit Bewegungen gezeigt haben und gezeigt haben, wie man es so schneiden lassen kann, möchte ich euch auch noch zeigen, wie man es mit Watte umsetzen kann. Denn ich finde, Watte ist einfach hervorragend, um ein Gefühl von Schnee und weißer Landschaft zu erzeugen. Selbst wenn man sie so in die Hand nimmt und so ein bisschen hin und her reibt, hat es was, als würde man auf Schnee gehen. Also gebe ich meistens allen Kindern immer ein bisschen Schnee in die Hand. Das ist dann eher wie ein Schneeball. Und sage, naja, jetzt haben wir hier einen Schneeball. Aber eigentlich hätte ich gerne diese klitzekleinen Flöckchen. Und dann sitzen wir erstmal eine ganz schöne Weile da und machen kleine Schneeflocken. Ganz viele. Super für die Feinmotorik. Dann können wir die auch mal auf die Hand legen und pusten. Und wenn wir ganz viele Flocken zusammen haben, fangen wir an, das Lied zu singen. Eine kleine Schneeflocke landet auf der Nase. Da ist es die Herausforderung, dass die Schneeflocke liegen bleibt. Und so kann man auch da durch die Körperteile wandern. Und im Refrain legen wir die immer auf die Hand und pusten nochmal. Ich wünsche euch viel Spaß mit diesen Ideen und lasst es doch einfach mal ein bisschen bei euch schneien. La 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 la.